Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Star Citizen. Ich bin leider immer noch ein bisschen angeschlagen mit der Stimme, aber ich hoffe, das funktioniert heute trotzdem, denn wir haben was zu besprechen und zwar die Q&As, die Fragen und Antworten zur Consolidated Outland Pioneer. Wir beginnen auch direkt mit der ersten Frage und die lautete, wie groß kann ein Außenposten eigentlich werden, der von der Pioneer erstellt wurde? Cloud Imperium sagte, dass diese ungefähr genauso groß sein werden wie die, die aktuell schon im Spiel bzw. mit der Alpha 3.0 im Spiel zu finden sein werden. Diese sind ca. 48 Meter breit, 48 Meter tief und ca. 5 Meter hoch. Frage Nummer 2. Kann die Pioneer auch Hangars bauen, in denen Schiffe eingelagert werden können, ähnlich wie in Basen wie Port Olisa aktuell? Nein, das ist aktuell nicht geplant. Es wird sich wohl darauf beschränken, dass man Landeplätze bauen kann, wie sie auch in den Outposts oder an den Outposts in der Alpha 3.0 zu finden sein werden. Aber dort werdet ihr wohl keine Schiffe einlagern können, sondern nur landen können und dann eben aufmunitionieren oder auftanken können. Frage Nummer 3. Können wir auch Außenposten auf Asteroiden bauen? Diese Idee gefällt dem Entwickler eigentlich recht gut. Allerdings müssen sie darüber natürlich noch entscheiden. Geplant ist es aktuell noch nicht, es könnte aber eben ins Spiel kommen. Dann muss sich allerdings auch noch herausstellen, wie groß ein Asteroid sein muss, damit man auf ihm bauen kann und eben auch, ob die Oberfläche dafür geeignet genug ist. Dazu kommen wir später in einer anderen Frage nochmal. Damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Frage. Können Außenposten, die einmal platziert wurden, von der Pioneer noch einmal bewegt werden? In meinem Konzeptzell-Video habe ich ja vermutet, dass man diese fertigen Bauteile oder die fertigen Outposts dann an die richtige Stelle schleppen oder ziehen muss. Dem ist aber nicht so. Die werden wirklich fertig montiert und im Boden verankert, alles im Innern dieses Schiffs. Das heißt also, die Frage liegt eben nahe, kann man die eben danach nochmal bewegen? Und Cloud Imperium antwortet hier ja, man muss sie allerdings vorher wieder demontieren und dann kann man sie an neuer Stelle wieder aufbauen. Die nächste Frage, kann die Pioneer Raumstationen bauen? Interessante Frage, eine coole Idee finde ich eigentlich, aber Cloud Imperium sagt nein, die Pioneer ist ein Kolonisierungsschiff und dementsprechend ist es dafür gedacht, Außenposten auf Planeten oder Monden zu bauen. Die nächste Frage, wie groß ist eigentlich so ein Claim, so ein Anspruchsgebiet, wenn man eben mit der beiliegenden Lizenz ein Gebiet beansprucht? Cloud Imperium kommt hier nochmal auf diese Ressourcenkarte zu sprechen, die wir auch im Stream gesehen haben und da soll eine Claim-Lizenz für einen Pixel dieser Karte die Rechte beanspruchen. Im Spiel sind das dann später zwischen 4 Quadratkilometern und 8 Quadratkilometern Größe. Des Weiteren wird in der Frage auch noch beantwortet, was bringt diese Lizenz eigentlich? Und zwar geht es hier darum, dass wenn man ein Gebiet beansprucht hat, kann dort kein anderer Spieler, der keine Freigabe von euch bekommen hat, bauen und auch Rohstoffe aus dem Boden gewinnen, also beispielsweise Bergbau betreiben. Außerdem weist Cloud Imperium hier nochmal darauf hin, dass sie sich bewusst sind, dass manche Leute dieses System ausnutzen könnten, beispielsweise eine Organisation, die mehrere Pioneers hat, um ein wichtiges Gebiet herum alle Ländereien einnimmt und diese dann eben mit massig Verteidigungsmaßnahmen zupflastert, um hier wirklich eine sichere Zone hinzukriegen. Cloud Imperium sagt, dieses System wird so ausgearbeitet, dass das nicht passieren kann. In der nächsten Frage geht es um das modulare Erstellen solcher Außenposten und darum, ob man jedes Mal die Pioneer bewegen muss, wenn ein neuer Teil zum Außenposten hinzugefügt werden soll. Hier wird nochmal darauf eingegangen, dass das Schiff selbst den Außenposten im Innern verschiebt, also immer ein Stück weiter schiebt und dann das neue Teil des Außenpostens rangebaut wird, sodass man am Ende wirklich ein Gesamtgebäude hat, wo alle Teile dran sitzen, die man gerne hätte und das dann zusammen im Boden verankert wird. Die nächste Frage, können auch Verteidigungsmaßnahmen wie zum Beispiel Anti-Air-Strukturen an diesen Außenposten befestigt werden, um sie zu schützen? Ja, auch darauf wurde schon mal eingegangen. Es gibt Add-ons, die kann man seinen Außenposten hinzufügen. Die werden direkt mit montiert und dementsprechend habt ihr dann auch Möglichkeiten von Solarsegeln über Landeplätze bis hin zu Anti-Air- oder sonstigen Verteidigungsmaßnahmen an die Außenposten heranzubauen. Die nächste Frage, können wir mit der Pioneer Strukturen bauen, die größer sind als der Innenraum der Pioneer? Ja, spätestens bei den Landepads wird man auf diese Herausforderung stoßen, Cloud Imperium weiß das auch. Es wird allerdings noch entschieden, wie hier vorgegangen wird. Höchstwahrscheinlich werden wir diese Außenposten bzw. die Landepads für diese Außenposten dann in Einzelteilen bauen oder Abschnitten bauen und die dann eben montieren. Das gilt allerdings nicht für die Häuser selbst, also sprich diese Outposts an sich. Die werden keinesfalls größer sein können als der Innenraum der Pioneer. Dann kommen wir zu einer sehr spannenden Frage und zwar, was passiert mit den Außenposten, wenn sich der Eigentümer bzw. die Spieler, die daran arbeiten, ausloggen?
Die Außenposten sind persistent, das heißt also, die bleiben dort und können theoretisch natürlich auch gelootet und geplündert werden. Allerdings gibt es ja Möglichkeiten, Verteidigungsmaßnahmen zu installieren, die euren Außenposten gegebenenfalls schützen. Natürlich werden die Türen auch nicht für jedermann zu öffnen sein, das heißt also, man wird sie dann gegebenenfalls aufbrechen oder aufschweißen müssen oder auf hacken, wie auch immer. Also es wird auf jeden Fall nötig sein, da aktiv zu werden. Und außerdem, wenn es sich in einem sicheren Raum befindet, das heißt also in einem von UEI oder sonstigen Milizen kontrollierten Raum, dann werden natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam, wenn jemand versucht, Eigentum zu öffnen oder zu entwenden und dementsprechend diese Sachen ahnden. In der nächsten Frage geht es darum, ob eine Pioneer die Materialien benutzen kann, die zum Beispiel von einer Orion oder einem anderen Schiff hergestellt wurden. Und das wird hier auf jeden Fall bejaht. Man soll allerdings darauf achten, dass es natürlich sehr viele verschiedene Arten von Erzen, Metallen oder anderen Substanzen gibt und gegebenenfalls dann nur spezifische Sachen für Outposts verwendet werden können. In der nächsten Frage geht es darum, ob die Pioneer noch eine andere Funktion hat oder eine andere Karrieremöglichkeit, außer das Erstellen von Outposts bzw. die Kolonisierung von Planeten oder Monden. Nein, ganz einfach nein. Das Schiff ist wirklich explizit für diese Aufgabe gebaut und kann auch nichts anderes großartig gut. In der nächsten Frage geht es darum, ob die Add-ons, wie zum Beispiel Landeplätze, Generatoren, Sonnenkollektoren oder ähnliches, auch von der Pioneer konstruiert werden können oder ob die separat gekauft werden müssen. Hier steht jetzt erstmal drin, dass sie separat fabriziert bzw. gekauft werden und dann durch die Pioneer am Außenposten angebracht werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier später auch so eine Art Hardpoint-System gibt, wie bei den Schiffen, denn wir reden ja hier auch von Sonnenkollektoren, Generatoren oder ähnlichem, also sprich energieerzeugende Teile, und das ist ja beim Schiff im Endeffekt nichts anderes, ob man da jetzt einen Powerplant oder einen Schildgenerator reinbaut. Da denke ich mal, wird es solche Koppelpunkte geben und da könnt ihr dann später an eure Outposts diese ganzen Sachen, die ihr separat gekauft habt, anbringen. Nächste Frage, kann man die Outposts auch auf unebenem Gelände bauen, gegebenenfalls sogar Berghängen oder ähnlichem? Claudiperium sagt hier, die Pioneer muss sicher landen können. Das heißt, es muss nicht komplett eben sein, aber es muss eben einen sicheren Landeplatz geben. Dementsprechend ist man da natürlich ein bisschen eingeschränkt und auf einer Bergspitze werdet ihr also einen Outpost höchstwahrscheinlich dann nicht bauen können. In der nächsten Frage geht es darum, ob man Outposts auch übereinander stapeln kann, also sprich einen zweistöckigen Outpost zum Beispiel bauen kann. Sehen wir ja aktuell in der Alpha 3.0 nicht, beziehungsweise allem, was wir bisher über die Alpha 3.0 gesehen haben. Und Cloud Imperium hat auch dafür keine Pläne. Aktuell ist es wirklich so geplant, dass diese Dinger alle einstöckig sind und man keine Doppeldecker-Gebäude oder ähnliches bauen kann. Die nächste Frage ist mir auch häufig zu Ohren gekommen während des Concept Sales. Wie lange dauert es wohl, so einen Außenposten zu errichten? Cloud Imperium hat auch hierzu noch keine genaue Zeiteinschätzung. Wir haben ja noch keinen richtig gebaut in Engine, aber man denkt einfach, dass es eine große Zeitinvestition sein wird, so ein Ding zu errichten, denn es handelt sich ja um eine persistente und zu wartende Installation. Das heißt also, da hat man einfach sehr viel zu tun, so ein Ding immer am Laufen zu halten, Rohstoffe nachzuliefern, damit da auch alles weiterläuft, Sonnenkollektoren gegebenenfalls sauber zu halten oder ähnliches. Und die Zeitdauer wird einfach durch die Größe des Außenpostens skaliert. Dann kommt nochmal eine separate Frage, kann man an einem Außenposten Schiffe spawnen? Hatten wir eigentlich eben schon mal in der Frage. Ist aktuell nicht geplant. Schiffe, die man dort abrufen kann, müssen zumindest vorher mal dahin gebracht worden sein. Und höchstwahrscheinlich hört es sich jetzt so an, als würden die auch gar nicht despawnen vom Pad, sondern die würden da einfach nur draufstehen und auch permanent draufstehen bleiben, bis man sie eben wieder wegfliegt. Damit kommen wir dann auch schon zur letzten Frage der heutigen Questions and Answer Runde. Und zwar, die Pioneer ist gelistet mit 3 Utility Slots. Ich glaube 2 für Traktorstrahlen und einer für diesen Baukran in der Mitte. Kann sie gegebenenfalls da auch andere Sachen dran befestigen und damit auch für andere Verwendungszwecke zu benutzen sein? Hier sagt Cloud Imperium noch einmal, das Schiff ist ausschließlich für das Errichten von Außenposten gedacht und für die Kolonisierung und dementsprechend sind diese 3 Utility Slots ein Missverständnis gewesen oder ein Irrtum gewesen, die sollten gar nicht gelistet sein und diese Sachen, die sich da dran gerade befinden, die sind zwar da, diese Traktorstrahlen und auch der Kran, aber die können nicht getauscht werden. Gut, meine lieben Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Kleines Wort noch in eigener Sache. Sorry nochmal für die Stimme, ich bin halt immer noch ein bisschen erkältet und von daher hört sich das sicherlich heute nicht besonders schön an, aber ich wollte euch die Informationen einfach gerade mitteilen. Den Stream musste ich ja leider auch verschieben, holen wir aber sicherlich noch nach. Das heißt, es gibt sehr bald schon wieder einen Livestream auf Knusper Live auf Twitch.
Link findet ihr in der Beschreibung. Ich werde die Sache auch auf Facebook ankündigen, wahrscheinlich auch nochmal hier auf YouTube ankündigen, wenn wir denn über die CitizenCon dann zusammen plaudern wollen. Gut, außerdem gibt es von der Pioneer noch ca. 300 Warbond Editions im Shop. Die sind noch da bis Montagabend, inklusive Lifetime Insurance, Claim-Lizenz und auch den Baumaterialien für euren ersten Außenposten. Dementsprechend, wenn ihr da noch Bock drauf habt, dann schlagt zu. Preis waren ca. 812 Euro aus Deutschland. Und jetzt noch ein allerletzter Hinweis, und zwar wird gerade im Spektrum abgestimmt für einen neuen Moderator von Cloud Imperium. Das heißt, sie wollen jetzt erstmal anfangen mit einer zusätzlichen Sprache, die von einem Moderator in Spektrum dann praktisch begleitet wird. Für die deutsche Community würde ich mich da natürlich sehr freuen, wenn ihr bei dieser Abstimmung teilnehmt. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung und dann wählt bitte für Deutsch-German. Das hat schon einer dahingeschrieben und ihr sollt dann einfach nur ein Upvote darauf geben, also den hier markierten Knopf einfach kurz drücken. Damit würdet ihr der deutschen Community sehr helfen. Es geht nämlich langsam aber sicher in Richtung deutschem Support. Da freue ich mich natürlich ganz besonders und ich hoffe, heute waren wieder einige interessante Informationen für euch dabei und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, wegtreten!